herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Calling weiter und beim letzten Mal und die Male auch davor haben wir recht ausführlich das Krankenhaus erforscht mit Makoto und wir sind einer ziemlich heißen Sache auf der Spur, die sich vorzugsweise im Keller dieses Gebäudes versteckt. Und zu genau eben diesem Keller wollen wir jetzt hin. Wir haben gespeichert, das ist gut. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir haben ja unser Handy entsprechend präpariert, sage ich mal. Ich frage mich, wie weit das geht. Hinas Mobiltelefon hineinwerfen? Ja. So, wir nehmen das mumifizierte Päckchen und werfen es herunter. Und es scheint so, ich frage mich, wer das geht, ja. Und es scheint so zu sein, dass das Päckchen, Schrägstrich, das Handy heil geblieben ist. So, das heißt, im nächsten Moment gucken wir uns jetzt wieder die Telefonnummer an, um herauszufinden, wie wir die Olle, also Quatsch, wie wir das Handy anklingeln können. Und dann teleportieren wir uns einfach mal dorthin, wo das Handy jetzt liegt. In der Hoffnung, dass da auch was ist. Ist ja im Endeffekt eigentlich ziemlich eine fragwürdige Aktion, wenn man bedenkt, dass das Krankenhaus selber ja im luftleeren Raum schwebt. Ich meine, wer sagt uns denn, dass hinter der Kellertür nicht etwas Ähnliches wartet oder so? Aber na gut, okay, was soll's. So, Memo, nee, Telefonnummern, nee, wo war denn? Medizinische Kontaktliste, Hina, genau. 921 884. Reiko hat uns diesmal auch in Ruhe gelassen, nachdem wir das Handy runtergeschmissen haben. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wie wir mittlerweile gemerkt haben. Und ja, jetzt könnte es spannend werden. Denn wir sehen einen vollkommen neuen Abschnitt dieses Spiels, den wir bislang noch nicht unter die Lupe nehmen durften. So wie so manch anderer Abschnitt, den wir mit Makoto besuchen durften zwischenzeitlich. Aber na gut, egal. So, ja, das sieht aus wie ein Keller, wie ein wunderbarer Keller. Du hast Mobiltelefon erhalten, das ist wichtig, um eventuell aus dem Keller wieder rauszukommen. Ich weiß zwar nicht mehr, welche Rufnummer das da oben ist, aber wow, aber egal. Kochwäsche, Buntwäsche und ich weiß nicht was. Eine ganze Reihe industrieller Waschmaschinen. Was soll mir das sagen, dass die automatisch anspringen? Ich meine, ist praktisch, auf eine gewisse Art und Weise, aber egal. Wisst ihr übrigens, je länger man über diese Katzen nachdenkt, desto unheimlicher findet man plötzlich auch diese. Obwohl es ja wunderbare Katzen sind, weil es sind Speicherkatzen. Aber diese weit aufgerissenen Augen, die im Dunkeln leuchten und so, ist es irgendwie, man möchte so eine Katze nicht zu Hause stehen haben. Ich liebe Katzen. Ihr wisst das. Meistens liebe ich Katzen, wenn sie mich in Ruhe lassen. Vor allem, wenn sie mich Let's Playen lassen. Dann liebe ich Katzen ungemein. Putzi, putzi. Er ist gerade auch schon wieder knatschig. Also ich meine jetzt Wesker, weil ich wieder angefangen habe. Aber egal. Ja, nee, ich liebe Katzen. Aber so eine Katze müsste tatsächlich nicht unbedingt sein. Aber vielleicht stelle ich mich auch einfach nur ein ganz kleines bisschen an. So, okay. So. Gut. Das hier ist der allseits bekannte Fahrstuhl. Der allseits bekannte Fahrstuhl. Anscheinend fehlt die Energieversorgung. Was wollte er sich denn gerade hier angucken? Das sah gerade so komisch aus. Er wollte gerade die Tür angucken. Und jetzt macht das nicht mehr. Das ist ja seltsam. Hätte ich hier jetzt irgendwas machen können? Schade. Wer weiß, ob ich da jetzt was getriggert oder nicht getriggert habe oder wie auch immer. Wir können zwischenzeitlich mal auf die Karte gucken, dann können wir uns schon mal einen kleinen Überblick verschaffen über dieses Kellergeschoss an sich. Es ist ein sehr langer Gang mit einem sehr unerforschten Bereich und einer Treppe und einem weiteren unerforschten Bereich. Okay. Könnte noch ein kleines Hausmeisterbüro sein oder so dort auf der linken Seite. Wer weiß das schon so genau? Und auf der rechten Seite, wer weiß. Na gut, okay. Gehen wir erstmal hier rein. Und sehen, das
Kyoko hier ist. Und dass das hier kein gewöhnlicher Raum ist. Das ist eine Leichenhalle. Ich dachte, der große Raum wäre die Leichenhalle. Ein ganz normaler Klappstuhl. Ja, das ist schön, dass Makoto immer noch ein Auge fürs Detail hat. Das, was hier liegt, macht mir ein bisschen mehr Sorgen, offen gesagt. Das macht mir sehr viel Sorgen. Das macht mir ungemein Sorgen. Irgendwie... Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, so gut, wie auch immer. Vielleicht sollte ich mich auch erstmal im Restlichen hier umschauen. Ups. Weil das Reiko wichtig ist, glaube, darauf können wir uns an der Stelle schon mal einigen. Wow. Jetzt. Was zum Teufel? Das ist... Soll das ein Mensch sein? Etwas Menschliches. Sieht so aus, als wollte es... Sieht so aus, als wäre es sehr nachdrücklich gegen die Tür gerannt. Okay, da weiß ich jetzt nicht, ob ich das unheimlich finden soll oder unglaublich lustig. Na gut, okay. Ja. Passt schon. Hust. Okay. Kellerdatenzimmer. Dort sollte ich Informationen zu der geheimnisvollen Todesserie finden. Oder ist der Raum hier wichtiger? Ah, Makoto. Makoto, womit machen wir weiter? Na gut. Wir gehen zuerst zu ihr. Was soll's? Ah, kleines Mädchen, warum liegst du hier? So eine Art Altar oder so. Ob Kyoko das so eingerichtet hat? Aber warum? Oder ist es in Japan so üblich, wenn jemand gestorben ist, dass man dann so einen komischen Altar da einrichtet? Ja, ich dachte es mir. Nee, komm, ich wollte nur ein bisschen gucken. Das ist doch eigentlich nicht verboten, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich. Lass mich raten. Ja, okay, genau. Du findest, das ist gerade nicht so witzig, dass ich hier bin, oder? Nein, du findest das überhaupt nicht witzig. Ich kann es auf eine gewisse Art und Weise verstehen. Es tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich wollte dich nicht ärgern. Nein, Reiko, es tut mir leid. Dupi-d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 up. Übrigens müsste jetzt irgendwie der feierliche Moment sein. Wo ich unter Umständen wieder etwas triggern kann, aber ich glaube, ich werde das jetzt voll verhauen. Weil ich nicht genau weiß, wo ich dafür hin muss. Lauf. Ob sie mich irgendwann holen lässt oder ob ich irgendwo hin muss, ich habe keine Ahnung. Was mir jetzt gerade aber so ein bisschen auffällt, ich glaube, ihr hört das auch die ganze Zeit. Diese dämliche Schlaufe, die springt andauernd gegen die V-Mode, deswegen halte ich die jetzt mal ganz kurz fest. Das ist das Blöde, wenn man diese Handgelenkschlaufe nie um sein Handgelenk drum macht. Laufen. Falsch gelaufen, würde ich jetzt einfach mal spontan schätzen. Dupi-dupi-dup. Noch kriegt Makoto das relativ gut auf die Reihe. Mit der süßen kleinen Reiko. Zumindest geht unser Gesundheitsbalken nicht so abnormal in die Höhe. Hi. Das wollte ich triggern. Die Frau in Rot. Geht nach K1. Wir können diese Tür nicht betreten. Da steht Strahlentherapiezimmer. Strahlentherapie? Worum ging es da? Man weiß es nicht. Irgendjemand hatte mir... Reiko ist weg. Irgendjemand hatte mir ein
ja, eine recht nette Idee gegeben in den Kommentaren. Hat er einfach nur geschrieben, vielleicht ist ja das ein Kissen zur Aufbewahrung von Leichen. Sie haben ein elektronisches Schloss. Okay, das heißt, wir können die gar nicht öffnen, oder? Das wollte ich einfach nur überprüfen. Das wäre zugegebenermaßen, aber vielleicht auch wirklich ein bisschen, naja. Gut, lassen wir das an der Stelle also sein. In den Kommentaren hatte einfach nur jemand geschrieben oder hatte den Verdacht geäußert, dass es ja vielleicht sein könnte, dass die Frau in den roten Kleidern, im roten Kleid, Lady in Red, dass die gute Frau eventuell Reikus Mutter ist oder so. Es gibt keinen besonderen Hinweis darauf, wer unsere gute rote Frau ist. Von daher finde ich diese Idee oder Theorie genauso gut wie jedwede andere, die ihr mir an der Stelle nennen würdet. Aber ich finde, sie hat ein bisschen was. Zumindest würde es die Frau ein bisschen, noch ein bisschen interessanter machen, sagen wir es mal so. Du hast Bericht 2 erhalten. Schau, jetzt habe ich Bericht 1 natürlich nicht gelesen. Am 10. August entdeckte Schwester Nishizaka, Schwester Hibino, die während der Nachtschicht zusammengebrochen war. 5 Stunden später verstarb Schwester Hibino. Das Krankenhaus führte eine Autopsie durch, nachdem es die Erlaubnis der Familie eingeholt hatte. Aber es wurden keine Auffälligkeiten entdeckt und die Todesursache ist unbekannt. Laut Schwester Nishizakas Bericht hat Schwester Hibino ihren Laptop benutzt, um einen Chatraum zu besuchen, den auch die kürzlich verstorbene Reiko Asagiri besucht hat. Ja. Die schwarze Seite. Bericht 1 erhalten. Am 3. August begann ein Langzeitpatient um 14.20 Uhr Selbstmord. Name Reiko Asagiri. Sie war 13 Jahre alt. Sie sprang aus dem Fenster von Zimmer 302. Zeugin war die Krankenschwester Hibino. Am Tag des Vorfalls kümmerte sich Schwester Hibino um einen Notfallpatienten, der ins selbe Zimmer gebracht wurde. Nachforschungen ergaben, dass das Krankenhaus keine Schuld trifft. Ja. Ja, dass das Krankenhaus keine Schuld trifft. Ich meine, man kann einen Patienten ja auch nicht 24 Stunden durchgängig ans Bett fesseln, ne? Insbesondere, wenn der Patient sich prinzipiell bewegen kann. Also, du kannst nicht die ganze Zeit auf jemanden aufpassen. Das funktioniert einfach nicht. Da sind jede Menge Krankenakten. Es würde ewig dauern, sie alle durchzusehen. Ich dachte, deswegen bist du hier. Makoto? Du hast doch gesagt, dass du gucken wolltest, oder nicht? Hier will er nicht gucken, da will er nicht gucken, hier will er nicht rein. Ich finde solche, ja, Aktenlager oder was auch immer, auch auf eine gewisse Art und Weise ziemlich unheimlich. Ist mir alles sehr, ja, es ist halt kellermäßig. Keller sind doof. Bericht 3 erhalten. 22. September. Takao Shimura in Zimmer 201 hat plötzlich das Bewusstsein verloren und ist 2 Stunden später verstorben. Das Krankenhaus konnte keine Erlaubnis für eine Autopsie bekommen. Vor dem Vorfall hatte sich der Zustand von Herrn Shimura verbessert, sodass er kurz vor seiner Entlassung stand. Die Todesursache ist unbekannt, aber die Umstände ähneln denen im Fall der Krankenschwester Hibino. Okay. Ein ganz normaler Patient. Einfach draufgegangen. Ebenfalls zu neugierig, weil er sich die schwarze Seite ansehen wollte. Es scheint so zu sein. Generell können wir, auch das hat irgendjemand geschrieben, ich glaube Hellnagel. Also zumindest interpretiere ich das Ganze so. Generell können wir, glaube ich, alle Morde, bis auf den von, also was heißt Morde, alle Todesfälle, bis auf den von Chios Ehemann, in die Kategorie reinpacken, hat was mit der schwarzen Seite zu tun. Auch den Puppentypen und so. Es muss irgendwas mit der schwarzen Seite zu tun gehabt haben. Genauso auch wie diese Friseurin. Die werden sich die komische schwarze Seite dann eben irgendwie anders angeguckt haben. Ob nur über Computer oder vielleicht übers Handy oder so, man weiß es nicht. Hier finden sich alle möglichen speziellen Medizinpräparate. Ja, alles. Wow. Alles andere würde zumindest keinen Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Du hast Bericht 5 erhalten.
26. März. Es wurde der Entschluss gefasst, das Krankenhaus zu schließen. Im Lichte der 5 Todesfälle im letzten Jahr mussten Maßnahmen getroffen werden. Es ist sehr schwierig, für etwas die Verantwortung zu übernehmen, ohne dass es einen konkreten Hinweis darauf gibt, was wirklich geschehen ist. Der Direktor trifft Absprachen mit anderen Krankenhäusern, um sicherzustellen, dass alle Angestellten weiter beschäftigt werden. Zumindest die Lebenden. Ja. Die Toten sind ja weitestgehend, also, ja, die müssen ja nicht weiter beschäftigt werden. Ho, ho, ho. So. Hier irgendwie nix. Ha. Bericht 4 hatten wir jetzt noch nicht, oder? Dachte ich zumindest. Bericht 4 erhalten. Dies ist der Bericht über einen 4. Todesfall. Wegen der Häufigkeit dieser Todesfälle wird die Medienhysterie wohl kaum abnehmen. Bitte weisen Sie alle an, keine unbedachten Kommentare abzugeben. Der Skandal, durch den dieses Krankenhaus schließen musste, begann mit Reiko Asagiris Selbstmord. Wer ist dieses Mädchen? Tja, sie ist einfach nur ein Mädchen, das unheimlich zornig war. Wütend auf alles und jeden. Und so weiter und so fort. Ich glaube, so kann man das mehr oder weniger gut zusammenfassen, weil das zeichnet Reiko unterm Strich ja jetzt fast schon ein ganz klein bisschen aus. Sie ist wütend. Sie will Tote sehen. Oder so. Und so hat sich das Ganze selbst verselbstständigt. Es ist eigentlich bizarr. Bizarr und schlimm. Und wir wollen möglichst nicht auf der ellenlangen Liste von Reikos Todesopfern irgendwann auftauchen. Wobei das auch nur vielleicht bedingt richtig ist, so formuliert. Aber egal. Wir versuchen irgendwie hoffentlich bald einen Ausweg zu finden. Beim nächsten Mal geht's ja weiter im düsteren Keller. Mal gucken, ob wir noch was finden werden oder ob wir uns bald hier verkrümeln. Und ja, das soll es für den Moment dann einfach mal wieder gewesen sein. Ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.